Ja, du herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Schön, dass du reinschaust. Ja, heute wollen wir die Drohne mal fliegen. Hier die Lulin. Ich hoffe, es ist kein Lulin. Wenn wir schön gemeinsam mal anschauen, dann werde ich hier mal fliegen. Ja, Luft ist soweit okay. Vom Seiligkeit her ist okay. Und Wind habe ich jetzt ein bisschen. Als Anfänger muss ich ein bisschen aufpassen, aber denke ich mal, das kriegen wir auf die Reihe. So, fangen wir mal an, das Teil und hier das Sand zu bauen. Hier das Handy einklemmen, zwischendurch einschalten und natürlich hier das WLAN einschalten. Ne, erstmal hier hinten Stecker einstecken. Also wenn ihr das die Drohne quasi ausmacht, immer rausstecken, den Stecker nie irgendwie dran anlassen. Und so, jetzt das Einschalten hier. Seht, es blinkt hier. So, jetzt müsst ihr was erkennen. Gar nicht, müssen wir erstmal hier das WLAN einschalten. Eingeschalten, das heißt, müsst ihr jetzt mit der Drohne verbinden, genau. Wenn er das gemacht hat, ist schon mal richtig gut. So, jetzt müssen wir zurück hier. Dann auf die Dingens drauf gehen, Lollin. Und wir gehen jetzt hier auf Start. Und wir haben hier die ganze Sache verkehrt rum. Das heißt, ich muss mein Handy andersrum drehen. Gehe hier auf Handy, damit ich die Ansicht nicht habe. Ja. Stecken. Es blinkt. So. Und jetzt müsste eigentlich was passieren. Ah, jetzt. Und jetzt liegt er hier. Sehr stabil. Nehmen wir hier ein Filmchen auf. So, jetzt habe ich ein Problem. Merkt, es geht ein bisschen Wind. Ich hatte Mühe herzukommen und jetzt lassen wir die ganze Sache landen. Und in diese Taste hier. Und jetzt eine Punktlandung. Also wie gesagt, das ist wirklich für Anfänger gedacht. Wie gesagt, war jetzt richtig okay gewesen. Mal das beenden, den Film hier. Und wir können auch so die ganze Sache starten. Und schiebt den Knüppel einfach nach oben und die Drohne geht nach oben. Liegt wirklich sehr schön, muss ich wirklich sagen hier. Und dann können wir wieder hier genau landen, runterziehen einfach. Einfach den Knüppel nach unten ziehen und dann schon kann man eben entspannt landen. Ja, wenn irgendwas vertrimmt ist, dann haben wir die Möglichkeit hier komplett die Elektronik hier zu kalibrieren. So, starten wir jetzt wieder hier neu. Und ihr habt gemerkt, jetzt habe ich ein Problem, dass es halt ein bisschen windig ist. Ich will jetzt den zweiten Speed machen. Drücke hier die Taste einfach runter. Schon habe ich mehr Dampf drauf hier. Und wenn ich noch mehr Speed machen will,
Ich habe nur zwei Geschwindigkeiten. Die muss ich dann nehmen, wenn ich jetzt wirklich hier mehr Wind habe. Er fliegt wirklich sehr, sehr schön. So, Reichweite von dem Wi-Fi gibt er mir mit 80 Meter an, der Hersteller. Und ich sehe hier keine Abrisse und nichts. Das ist schon mal ziemlich gut hier. Und ich fliege einfach mal ein Stückchen hier runter hier. Wenn ich jetzt ein Anfänger habe, ich schon ein bisschen Probleme. Ein Problem, dass er mir zurückkommt hier. Das ist schlecht. Haut jetzt ab hier. So, ich muss schleunigst hier in die Nähe kommen. Ja, großes Abenteuer. Ich habe jetzt gesucht und gesucht und hier habe ich sie gefunden. Ja, sie ist auch ausgegangen. Das heißt, ich hätte auch kein WLAN finden können. Und ich habe jetzt echt Gott gedankt, dass ich sie gefunden habe. Die Drohne hier. Ja, ganz schön weit geflogen, außer Kontrolle. Also dann erstmal abbrechen. Und ja, hat mich Gott geführt, dass ich das Ding hier gefunden habe. So ist es. Wenn man auf Gott vertraut, findet man Sachen, die man sonst nie findet. Okay. Also das Ganze mal abbrechen hier. Und ja. Ciao dann, bis zum nächsten Mal.